0. Servus, wir sind's. Ja, der Schorsch und ich, wir sind schon da, die Tina natürlich auch. Hi. Unser Kameramann hier. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen. Ja, wir auch. Schauen wir mal, wie alles reintrutschelt hier. Und dann greifen wir heute mal ganz cool hoch und schauen wir mal, wo die Wichtel drauf sitzen. Tina sagt mir Bescheid, wenn ja. Man kommt oder die, ist noch keiner da? Doch, die Conny ist da. Also sechs Leute sind schon da, aber ich sehe bis jetzt nur die Conny. So, die Ingrid. Doch, die Ingrid ist da. Die Mandy ist da. So, der Schorsch und ich, wir werden euch die Annat, hi Annat. Durchs ganze Jahr, weil ich habe beschlossen, dass der Schorsch nicht in die Weihnachtskiste muss. So, der darf nämlich immer da sitzen und auf uns aufpassen. So, die Tina zeigt euch erstmal, um was es heute geht. Es sitzen über die Kante. So, ganz neu. Unsere Wichtel, Türkantenhocker. Genau, und ich mal dabei immer die Blumen. Die Tina zeigt euch noch ein bisschen die anderen. So, das sind sie, so schauen sie aus. Das sind die Einzelteile. Also sind wieder viele Teile, dass sie so 3D ausschauen. Da haben wir unsere Frösche. Und die Blumen. Und ihr müsst euch jetzt entscheiden, wie die Wichtel heute werden sollen. Also die, wo die Petra schon gemalt hat, sind grün-lila. Blumen waren so gelb, orange, weiß. Ich mache jetzt einfach mal rote Blumen dabei. Die geht immer. Und ihr kennt auch ein Menschen. Gesundes neues Jahr. Ja, natürlich. Hallo Monika. Ich glaube, euch gefällt der neue Kantenhocker. Ist ein bisschen zarter wie die anderen, aber dafür hat er halt viele kleine Details. Sudele. Weiß ja nicht ganz, ob man halt ganz fertig bringen, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also die Conny meint zarte Pastelltöne. Zarte Pastelltöne. Wir haben auch schon gedacht, der rosa Kleid haben wir gerade schon geredet. Genau, und haben wir auch mit Flieder drüber geredet. Aber wir sind uns noch nicht sicher, ob wir jetzt rosa oder Flieder nehmen sollen. Weil er dann Glieder ist ja ein bisschen, oder ob er dann so ganz ein zartes Ding kriegen kann, so türkis oder was, oder blau Richtung, wenn sie so rosa wird. Also, ja, rosa kommt ganz gut an, Pastellfarben allgemein kommen gut an. Die Jeanette hört uns jetzt auch. Hellgrün, orange, meinen die Annat, aber grün hat man jetzt schon bei der anderen Frau. Ja, ich glaube, rosa ist ganz gut im Kurs. Grün ist auch immer schön. Sie rosa, eher grau. Ja, das Grau haben wir uns auch schon gedacht. Wir haben uns nicht gewusst, ob das vielleicht ein bisschen arg mit dem hellen Bart. Da müssen wir heute dann ein bisschen dunkler werden. Ja. Das können wir ja mal machen. Flieder, türkis. So, also ihr entscheidet es noch immer. Und ich schaue jetzt mal, wie wir die Blume machen. Ich habe überhaupt keinen Plan. Bin total neben der Spur, sag's euch. Wo ist mein kleiner Pinsel? Okay, die Nicole meint auch rosa und grau. Mein kleiner Pinsel ist verschwunden. Mein feiner, der ganz feine. Da ist er. Ich hab ihn. Boah, jetzt habe ich gleich zwei vor mir. Zuerst find's Korn und dann ein ganz billig. Also rosa, grau, oder? Ja, ist ganz hoch im Kurs. Ja, dann probieren wir das jetzt einfach mal, hätte ich gesagt, oder Mädels? So. Jeanette meint, endlich hat das Leben wieder einen Sinn. Ja, das ist aber nicht, Jeanette. Also ihr bin jetzt auch schon richtig auf euch frei, gell? Sei aber ich schon voll vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war jetzt schon lange Zeit. Aber mir war nicht langweilig, ich habe viel getöpfert. Werden wir jetzt einmal das Brennen anfangen, dann werden wir mal schauen, was da überhaupt rauskommt dabei. Und natürlich die Weihnachten, viel Besuch und immer irgendwas los. So, jetzt Hi, probieren Pam. Wir mal das Rosa aus, ob wir so altrosa machen oder eher so pink, das probieren wir jetzt einfach an der Blume aus. Wer ist denn noch da? Die Pam ist gerade noch gekommen. Die Pam ist. Also das finde ich jetzt auch ganz gut, das ist eher so ein bisschen altrosa. Also die Monika Meier
Nein, dann hast du ja wenigstens etwas entspannen können. Ja, auf jeden Fall. Also es war jetzt auch richtig schön. Aber ich habe natürlich wieder viel zu spät angefangen mit eurer Überraschung hier. Dann war ich schon wieder ein bisschen Stress gehabt im neuen Jahr. Aber könnt ihr ja nichts dafür. Selber schuld. Ja, nächste Woche hätte ich gesagt, machen wir mal wieder was zum Fädeln, wenn wir jetzt heute malen. Wenn wir es jetzt nicht ganz fertig bringen heute, dann ist es auch nicht so tragisch, dann machen wir euch einfach nur ein kurzes Video bis zum Ende, oder Tina? Ja. Das können wir mal, bringen wir mal hin und dann machen wir euch, wie es weitergeht. Teil 2. So, wir haben natürlich auch schon ein bisschen neue Sachen aufgebaut. Wenn du magst, Tina, kannst du dir noch ein bisschen zeigen, was wir schon alles aufgebaut haben. Ich muss erst mal schauen, ob es überhaupt rauskommt da aus ihrem Eck. Ja. Also, wir laufen jetzt erstmal nochmal an unseren Schneemann vorbei. Genau, weil die Eisblöckchen haben wir auch schon aufgehängt. Schneeflöckchen kommen jetzt dann schon gleich. Wenn es so weiter, wenn's weiter so warm wird, ja, dann kommen, dann tauchen die Schneeglöckchen auf. Hallo Heike. So. Alles ist hier dabei. So, wenn jetzt meine Kamera so will, wie ich will. So. Ja, müsst ihr ja gut zureden. Ja, ja. So, da sind Türschilder und Türschals. So. Die Pinguin-Fraktion. Mal dabei ist eine Ding fertig. Ja. Und Gießkörner, ja, und boah. Unsere Hühner. So. Da haben wir dann mal unseren Türkanten. Hocker von Blumen, wie sie dann auf der Tür sitzen. Ja. So, unser Ostereierhaus mit Osterhasis. Da ist unser ganzer Schneeglöckchenstrauch. Wir haben noch nicht alles österlich gemacht, da machen wir dann nächste Woche erst noch. Bauen wir mal unser Fenster um. So. Und da sind dann nochmal die Blumenstecker, die wir vor Weihnachten gemacht haben. Hi Iris. Die werden jetzt dann auch demnächst umdekoriert. Nein, die hatten jetzt auch Urlaub. Aber da freue ich mich schon auf die Osterdeko dann, wenn es die Osterteile für die Blumentöpfe. Die Eiskristalle ziehen wir jetzt erstmal um zu mir nach Hause, weil da kann man die Kummer jetzt noch gut haben, so nach Weihnachten. Ist ja eh nur immer die Stimmung ein bisschen so. Die Nicole meint immer mit der Ruhe, ich bin mit Weihnachten noch nicht mehr fertig. Naja, da darfst du aber jetzt auch ranhalten. In 11 Monaten ist es wieder soweit, oder? Ja. Die Conny fragt, ob sich die Grünlilien wieder erholt haben. Wir haben ein paar umgesetzt, aber das runterhängende Teil, das so, glaube ich, hat sich jetzt dann erledigt. So, jetzt muss ich das so, mal da sind jetzt die jetzt Blumen. Machen wir sie. Pass mal auf, ihr könnt es machen. So wie ich jetzt gemacht habe. Oder ihr könnt ja, die Haare auch separat draufsetzen. Ja? Aber ich wollte mal eine probieren, wie die ausschaut, wenn die jetzt so ist und dann nur der Rand drauf klebt. Das, weil ich ein bisschen finde, das verdunkelt das Gesicht so ein bisschen. Schaut euch mal das nochmal an. So, da ist jetzt halt, wo die Haare dann nochmal. Also sind wir mal jetzt rosa und wie wir jetzt das Kleid rosa machen, wie machen wir dann die Mützen? Weil lasst euch mal noch was einfallen, bis das Kleid rosa ist. Also Kleid rosa und die Mütze dann. Ja. Seid ihr mal gefordert hier? Messe Leipzig, das ja nicht. Also so wie es jetzt ausschaut, jetzt im Moment können wir gar nichts. Leipzig ist ja erst im
Also im Frühjahr Leipzig oder was? Oder ich weiß nicht, ob die Gartenspiel und Freizeit, nee, wie heißt die? Ja, ja, irgend so irgendwie wie, sowas. Ja, ist die im Frühjahr? Die ist im Frühjahr. Mütze dunkelrot. Meint die Conny. Hm. Können wir machen. Oder Flieder, sagt der Michael. Hi, Michi. Weinrot. Ah, nee, die im Oktober meint sie. Die. Das wissen wir jetzt Hobbyspiel. Noch nicht. Das können wir noch nicht sagen. Hobbymodellspiel, ja. Wenn ein Wunder geschieht und es mir besser geht, sind wir auf alle Fälle dabei. Aber ansonsten, momentan schaut es nicht so gut aus. Ich bin immer froh, wenn ich meinen Montag überstehe. Ohne dass ich 37 mehr aufstehen muss. Also das Kleinkind ist ja ganz einfach, das ist jetzt eigentlich easy zu malen. Ich habe jetzt da das, nicht das normale Weinrot genommen, sondern ein bisschen dieses Glitzerweinrot. Das ist von den Metallic-Farben. Die. Genau, weil ich finde, das schaut immer ein bisschen schöner aus. Jetzt da dazu kann das ruhig einmal ein bisschen an Glanz, darf es ja haben. So, dann machen wir aber die Armkrempen dann auch ein bisschen dunkelrot, ja, hätte ich gesagt, oder? Schaut bestimmt schön aus dazu. Was haben wir denn überhaupt gesagt? Ist das finden die Kanten noch gar? Haben die da schon was sich geäußert? Speziell jetzt glaube ich nicht, weil wir sie ja gleich mit. Gleich überrannt haben mit welche Farben. Okay, dann sagt mal, ob das gut ist oder nicht. Und überlegt euch mal, ob wir einen Osterkantenhocker brauchen. Also ich würde es schon gerne einen. Hi, Simone. Oder ich überlege auch schon einen mit Hühner oder so, wäre vielleicht auch mal lustig. Den könnte man ein bisschen länger lassen. Weil ich mag die total gerne, Kantenhocker, ich finde die immer schön. Ja. So. Also, Ostern klingt gut, schreibt die Heidi. Kantenhocker gut, ja. So. Die Janet schreibt, ja, brauchen wir. Wir brauchen doch immer alles. Naja, ihr könnt ja mal entscheiden, wollen wir nur einen Osterhasen oder wollen wir Küken mit Osterhasen oder jetzt ist ja noch die freie Wahl hier. Jetzt habe ich ja noch nicht angefangen. Aber ich habe mir halt entweder richtig was mit Osterhasis. Hühner übereinander wäre auch lustig, aber die haben wir doch schon, die Hühner übereinander, oder? Na, übereinander haben wir sie. Wenn, da können wir sie nur so nebeneinander setzen. So als Reihe halt wieder auf einen Ast oder auf einen Baumstumpf oder so ist es doch gut, oder? Was war jetzt mit der Mütze rot, oder? Weinrot oder. Na, den machen wir jetzt so. So ein bisschen schattiert, so ein bisschen meliert, nicht gar so dunkel, weil sonst haben wir ja, wir müssen ja Frühjahrszensi machen. So, oder? Also sie schaut jetzt schon mal ganz gut aus, finde ich. Was haben wir jetzt gesagt, wächst dem Gesicht, soll jetzt das andere wieder drauf machen oder soll ich es mal ohne den probieren? Nee, ich glaube auch nicht, dass man es unbedingt. Ist ein bisschen dunkler, gell? Ja. Aber es ist dabei für alle, die es gern haben wollen, ist kein Problem, die können es auch gern machen. Es ist halt auch leichter zu malen einfach. Für die, wo vielleicht nicht so geübt mit den aufklebbaren Haaren. Genau. Weil dann kommen wir nämlich schön bis die Haare, wenn man ein bisschen drüber malt, ist auch wurscht. Und die Mützen, wenn man ein bisschen reinmalt, ist auch nicht so tragisch, weil ja oben dann diese Krempe nochmal draufkommt. Also da braucht es nicht weitermalen, weil da haben wir ja jetzt diese extra Krempe noch. Und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir da noch ein paar Pünktchen oder was, ein bisschen langweilig schaut es schon noch aus, die Zins, oder? Vielleicht machen wir da noch ein paar Punkte, jetzt werden wir ihr mal da ein bisschen eine Kontur geben. So. Ja, ich lese gerade gar nichts mehr.
zeige euch einfach noch mal kurz, wie das dann fertig ausschaut. Genau. So, der Wichtel Türkantenhocker. Also. Müsste mal in der Wand nochmal reinmachen. Das sieht man alles nicht. So, den nehmen wir mit dir. Nee. Was machen wir jetzt mit den Schleifen? Das ist nicht so. Ganz dunkel. Rot. Und dann weiße Tupferl drauf oder sowas. Ja, auf jeden Fall was Dunkles. Ach, die Jeanette. Schaut toll aus. Supi, ja. Nein, gefällt. Alles im grünen Bereich noch, oder? Ja, ja. Und wie war jetzt eher was? Was sollt ihr? Ihn haben wir grau gesagt. Graue Hosen und dann? Aber Mütze brauchen wir ja was anderes. Sollen wir bläulich machen oder was? Türkis oder sowas zu ihre. Jetzt wenn er aber grau wird, dann konnte er keine Hosen kriegen, oder? Was? Dann konnte er schlechte schwarze Hosen kriegen, weil jetzt hat er schon schwarze Füße. Das müssen wir uns schnell überlegen, weil ich habe eigentlich. Ja, und was ist, wenn wir doch die mehr in den Jeans-Look reingehen? Nee, vielleicht auch cool. Weil passt ja dann zu dem Rose auch. Ja. Was meinst du denn hier? Simone. Dann kann man mir mal ein bisschen Jeanshosen malen. Und dann kann ich ja ein graues Oberteil haben, meinetwegen. Ja. Und. Gibt's die Hasen nicht schon mit Styropor in groß? Ich habe einen hier stehen oder steht da ganzjährig in 15 cm? Meinst du die Hasen mit dem Styropor-Ei? Die gibt's in Ding auch. In ganz groß, meinst du, so wie die Rudis oder was? Also mit dem 30 cm-Ei dann. Ja. Denke ich jetzt einmal. Aber den hast du auf jeden Fall mal gemacht, oder? Habe ich einmal gemacht. Für ja. War zumindest, glaube ich, mal auf einer Messe dabei. Ja, irgendwo habe ich einen. Hallo Martina. Aber ich glaube, da gibt es nur Ehren. Sie, glaube ich, gibt es da gar nicht. Oder? Doch, sie gibt es auch. Mit hinten Zöpferl. Ja. Die suchen wir, die bringen wir mal mit. Dann können sie es mal anschauen. Ja, weil die Nicole meinte, die Monika hätte gefragt, hatte ich jetzt halt hier nicht am Schirm, weil, wie gesagt, ich eine ganze Zeit lang keine Kommentare von euch gesehen habe. Aber wie gesagt, ja, den mit dem Ei, den, also er ist mit Sicherheit, denke ich, jetzt nicht unbedingt hundertprozentig im Shop. Das kann also sein, dass er nicht im Shop ist. Aber gehen durzen. Wir suchen einmal und bringen mit, dann können sie ihn anschauen, dann können die Tina dann auch einen kleinen Shop setzen. Das ist kein Problem, wenn der einer Interesse hat. Oder einfach anrufen. Das ist immer das Einfachste. Wir sind ja immer standby. Zumindest jetzt, wo wir wieder erholt aus dem Urlaub da sind. Genau. Wir sind jetzt wieder voll im Rennen hier. Und ich war jetzt ja relativ brav in meiner Urlaubsvertretung, aber ich sage euch was, trotzdem immer so blöde Sachen dann bestellt, wo die da waren. Ja, das ist das Phänomen. Es wird immer das braucht, was gerade zufällig nicht da ist. Ja, ich sag dir, ich habe dreimal die ganzen Sets rohen müssen, um vom Jugend. Und dann habe ich es unten stehen lassen, habe ich zu mir gesagt, ich kann es gleich da unten lassen, weil es reicht. Jeden Tag habe ich es wieder aufgeräumt, dann habe ich es wieder rohgeholt. So ist sie doch süß, oder? Braucht sie noch irgendeinen Schnickepicki oder sowas? Irgendeinen Schnippschnips? Vielleicht da so ein paar Armeinbuchtungen? Dass die ein bisschen peppiger ausschaut, die Zähne? Also nicht so groß mit 30 cm. Naja, dann so ist sie da ein bisschen pfiffiger, oder? Wenn die da so ein bisschen Linie hat. Vielleicht kann sie da unten noch so eine kleine Wellenkontur kriegen. Das größte Ei, was glaube ich so in dem Standard-Osterhasen-Ding ist, mit dem Zehner-Ei. Zehner-Ei, genau. Genau, und dann über der dann Hase circa 20 cm, genau. Glaube ich, groß insgesamt mit. Bis zu den Ohren. So, jetzt brauchen wir ihren Ding noch, dann ist sie fertig und dann fangen wir gleich bei ihrem an. Ich habe nämlich gedacht, ich mache euch einmal einen mit Hose. Jetzt weiß ich noch nicht, wie scheiße, wie rum das gehört, das Teil jetzt wieder. Schauen wir, ob es da so passen wird. Ja, schaut, glaube ich, gut aus. Schaut gut aus.
Ich weiß nicht, warum ich immer meine Finger mit ummalen muss. Das ist auch sowas. Geht es euch auch immer so, dass ihr die Finger so voll ihr Farb habt? Also ich muss das immer irgendwie festhalten und dann habe ich da schon, schaut mal, wie ich schon wieder ausschaue. Das geht ja gar nicht. Also, jetzt kommen wir eher zur Geltung hier. Jetzt mache ich aber folgendes, jetzt tue ich da Tropfen schwarz mit rein, dass die Hosen ein bisschen dunkler werden. Oder blau, haben wir gesagt, die Hosen. Ja, wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt doch vom Grau weg, eventuell zum Blau. Dann könnte so, und dann auch mit der Türkis. Jeansblau oder was? Ja. Jeansblau. Weil dort der Bart ja dann schön absticht und dann. Dann machen wir das jetzt, pass auf, dann machen wir folgendermaßen: dann machen wir ein bisschen Grau mit in das Blau rein, dass das so ein bisschen so jeansiger wird. Und dann machen wir jetzt, kann man mit so rüber Hosen, das ist ein Jeanshosen, da können wir drüber malen, weil das ist ja der Bart. Und die Füße, die werden extra aufgeklebt. Wenn also wir ein bisschen so grau mit dazu nehmen, dann wird es eher so Jeansfarben. Die Jeanette sagt, ihr Finger schaue auch immer so aus. Das gehört dazu. Nein, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich habe schon Finger voll dreck gehabt, bevor ich überhaupt angefangen habe zu malen. Oh, die Carla hat immer ein bisschen Probleme mit ihrem Internet. Das liegt aber wahrscheinlich an der Carla, nicht an uns. Ja, die schreibt mein Internet. Dein Internet, ja, da sind wir schon froh, wenn es nicht an uns anliegt. Nee, das Internet ist stabil da. Also das muss man wirklich sagen, das geht super. Hallo Angelika. So, da müssen wir natürlich. Da mal jetzt einfach ein bisschen drüber, weil da brauchst du jetzt auch nicht so aufpassen. Jetzt schauen wir mal nur schnell die Hosen oder mal im Bund ein bisschen am Knick, weil wenn die da rüberkommt, dann musst du es da auch da anfangen, da, die Gaudi. Sonst wird das nichts. So. Und jetzt, wenn wir ihm jetzt. Ja, wie wäre es mit so Holzfällerhemd? Oder dann was zu bunt, ne? Holzfällerhemd, das ist kariert, oder was? Ja, oder wir machen jetzt ein graues Hemd. Weißt du, ein bisschen so grau mit schwarz, meliert. Und dann haben wir einen grau und dann machen wir oben wieder, quer der schon wieder blau. Alles klar. Meine Fresse, das ist ja keine Farbe nicht drin. Also, eventuell gibt es kein Grau. Dann machen wir uns heute Grau, wenn es keins gibt, oder? Wir brauchen eher ein bisschen Dunkels und ein bisschen Mischmasch brauchen wir auch. Wenn es nicht da ist, dann machen wir uns heute Grau. Weil dann sitzt ihr das jetzt auch schon mit dem Bart, dann sitzt es richtig gut ab. Ja. Oder? So, lala. So, müssen wir wieder ummischen. So, und ansonsten, was gibt's bei euch so nice? Erzählt mal den Schwanz vom Ding, was habt ihr alles zum Weihnachten gekriegt? Oder sowas? Hm? Ich habe euch ja mein Weihnachtsgeschenk gezeigt. Müsst schon ein bisschen was erzählen, weil sonst wären wir hier, vereinsamen wir hier. Wir wissen gar nicht, was wir lernen sollen. Was da oben, den Bund von der Ding, können wir ja wieder dann blau machen. Ja. Oder? Jetzt schauen wir mal ganz schnell, ob wir da noch mehr malen müssen oder ob das schon langt. Wir wollen es auch nicht übertreiben, da hinten nur das Eck. Auf jeden Fall. Hallo aus dem Harz, könntet ihr das bitte als Komplettset zum Kauf einstellen? Also wenn du jetzt die Wichtel meinst, die wir gerade malen, sind die auf jeden Fall dann auf der Startseite. Aber erst morgen. Ja, das Ding hast du die nicht freigegeben, oder was? Nein. Aber ich kann die nachher freigeben. Ich gebe die dann frei. Und unter was finden Sie es? Unter Kantenhocker, Wichtel? Ja, Türkantendeko oder Wichtelpaar. Also es sind verschiedene Suchbegriffe, die auf jeden Fall hinführen. Ich kann euch auch unter das Video mache ich euch den Link. Also die Jeanette hat Karten für Holiday on Ice bekommen. Also meine Emma, die war mit ihrer Oma, also die gehen seit Jahren, also jetzt während Corona nicht, aber die waren dieses Jahr, also die waren vor Weihnachten waren die in Holiday on Ice. Und haben auch schon beschlossen, dass sie nächstes Jahr auch wieder gehen. Also das sind, genau, die sind da jedes Jahr begeistert. Ich glaube, vor ein paar Jahren war ja mal so Jubiläumsshow oder sowas. Da haben sie dann die besten Dinge aus den letzten 25 Jahren oder so gebracht. Also da ist sie immer mit ihrer Oma unterwegs. Was siehst du, meinst du auch Ski? Ja.
Kein Thema. Was ist kein Thema? Sie hat sich nur bedankt, dass das dann im Shop so ist. Ich tue das einfach einen Link setzen unter dem Video nachher, wenn ich heimkomme, setze es frei. Ja, das ist am ersten Tag arbeiten. Ich sage euch, da hängt so viel, bleibt da liegen. Da kriegt man richtig einen Stress. Da kann man natürlich schon mal vergessen. Ja, vor allem Das ist eigentlich Standard, dass das ja eigentlich Montag gleich eingesetzt wird, aber das ist ja nach 2 Wochen. Ist der Arbeitsschritt irgendwie nicht mehr da im Kopf gewesen. Aber es ist ja schön, wenn ich mir Leute schon mal nachfragen. Also ist schon mal nicht verkehrt gewesen, was wir gemacht haben. Weil es hätte ja auch sein können, dass keiner nachfragt und keiner ist aufgefallen, dass das gar nicht gibt jetzt, ja. Was wir da alles so fabrizieren. Es war ja viel schlimmer gewesen, oder? Also von daher sind wir alles nur im grünen Bereich. Hey, einmal, wenn du rein musst, gell, ist schon aber wirklich verkackt. Jetzt. Das müssen wir wieder recherchieren. Hilft alles nichts. Jetzt was, Mütze? Was machen wir jetzt für Farbe von der Mütze? Hey, schaut mal, ich ärme jetzt gegen ihre an. Das ist ein bisschen ein Dunkelheimer. Jetzt musst du irgendwas Zartes kriegen. Naja, dann würde ich. Ich weiß nicht, wenn es mit dem Hellblau in der Art ein bisschen, weil noch eine Farbe mit... Hellblau und Mützen, was meinst du, Mädels? Ja, die Krempe dunkel? Ja, weil ich weiß jetzt nicht, andere Farbe würde ich jetzt, glaube ich, nicht noch einbauen. Es wird, glaube ich, dann zu bunt. Also ich mache jetzt einmal da die Krempe dunkel, hätte ich gesagt. Und dann machen wir die Mütze einmal hell und schauen mal, wie das ausschaut. Ich muss jetzt oder schauen. Rot, meint die Martina. Also rot. Wie dann in der Art wie die Wichtelfrau. Hellblau, meint die Carla. Ja, hellblau sagt auch die Jeanette. Ja. Ich glaube, dass wir da mit dem Hellblau ganz gut laufen. Ja, die Simone auch. Ja. Naja. Und dann hätte ich gesagt, dann zeigen wir euch noch, wie das alles zusammengeklebt wird. Die ganze Gaudi, weil Blumen, das kennt ihr ja selber. Außerdem gibt es bei den Blumen immer ein Video dazu. Oder bei der Gießkanne gibt es ein Video, wie man die ummalt. Also das ist alles kein Problem. Weil ich habe ja schon schöne Gießkanne, aber die passt nicht. Weil ich habe aus Versehen die verkehrte Seiten erwischt. Und dann muss ich jetzt nochmal eine neue machen. Aber ein bisschen haben wir ja noch. So, auf alle Fälle schaut das ganz gut aus, das Hellblau, oder? Ja. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass es nicht auf einmal rosa wird. Silvili. Ja, und da könnte man ja jetzt dann noch Blümel drauf malen oder Blümel drauf pappen. Zum Beispiel kann man noch super auf die Mütze. Oder man macht eben das Vogel drauf, so wie bei unseren anderen. Oder ein Schmetterling kann man ja auch drauf pappen. Das werden wir jetzt gleich mal entscheiden. Ich muss euch nur sagen, weil die haben, wenn ihr mal genau hinschaut, die halten sie nämlich die Haare. Und die sind aber auf einer Ebene. Und da zeige ich nachher, wie es das am besten klebt, dass das dann auch so richtig, dass sie richtig Hinterl halten können, die zwei Süßen. So. Also die Nicole hat auf jeden Fall ihren Schreibtisch rausgeschmissen und eine Kommode hingestellt. Also ihr Bastelzeug ist jetzt im Wohnzimmer griffbereit. Jetzt fehlt nur noch die Zeit. Also schaut so. Mal her, so wird jetzt er ausschauen. Jetzt kriegt er mal seine Füße noch. Momento. Einmal Fuß. Und dann, Nase. Das schaut doch süß aus, oder? Ja, ich glaube, finde ich ja, auch. Ja, voll gut. Ja. Also, und die machen wir jetzt ohne den. Die kriegt jetzt eine Krempe noch. Wir schauen, ob das alles langt, was wir gemalt haben. Dass wir nicht da nochmal was ausbissen müssen. Nein, das schaut gut aus. Passt. Kleber. So, dann schauen wir mal, ob der Pepp noch geht. Der hat jetzt eine Winterpause gehabt. Boah, verfunstvoll. Also, und jetzt machen wir sie einfach einmal ohne den Teil. Ja, die Nase war schon vorbereitet. Da habe ich dann schon mal was vorbereitet. Also die Nase, die wird mit Hautfarbe gemacht und Weinrot. Dann ein bisschen Weinrot, ganz wenig in das Hautfarbe rein. So mache ich immer. Die Nasen für die Wichtel. Ja, die Kantenhocker, Michael, stimmt. Die sind ja nicht nur für die Tür. Also auf
eigentlich alles, was ein bisschen einen rechten Winkel hat, kann man genau, die super draufsetzen. Auf dem Schrank oder ja, also findet man immer einen schönen Platz, wo die auch hingehen können. Und ihr kennt ja hinten so Halterungenmaße, Universalhalter dazu. Dann könnt ihr ja die überall aufstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde die Wichteler ganz witzig. Und ich wollte die jetzt auch nicht so riesig überdimensioniert dann haben, weil das hat mir dann auch nicht gefallen. So, die Größe finde ich jetzt ganz toll. Hallo Trude. Die Trude ist auch da. Schön, schön, da freuen wir uns, ja. Sodele. Jetzt kriegt ihr meinen Pfiff auf die Füße. So. Sie peppt schon mal. Und jetzt peppt mein Arm noch kurz zusammen. Und da bei den Blumen, da ist es so, dass die immer noch mehr Gras davor haben. Ich habe es euch aber auch so fotografiert, dass ihr seht, was muss ich denn eigentlich ummalen. Weil ihr müsst natürlich da oben schon ein bisschen einen Stiel ummalen, sonst sieht man das ja nachher. Und wenn ihr das dann erst merkt beim Zusammenpappen und habt schon Kleber drauf, dann ist das immer ein bisschen doof. Ja, natürlich kann man es auch super auf dem Fernseher, wenn da an der Wand hängt. Na, auf jeden Fall. Also das ist auch nicht so schwer, so monströs jetzt wie die anderen, ein bisschen zarter gehalten. Weil ich finde, der Uli hat gesagt, Wichtel sind noch klein. Die können auch ruhig ein bisschen kleiner sein. Weil wenn da so Monsterwichtel dann drauf hocken. So, jetzt müssen wir erstmal Nase. Also es ist eigentlich immer vorgeben, wo du siegeln müsst. Da braucht es da gar keine Sorgen haben. Alles im grünen Bereich. Mund brauchen wir auch nicht nachfahren. Da schauen wir jetzt einfach da auf der Seite, wo die Markungen sind, dass das sauber grob packt, der ganze. Weil dann passt da unser Krempel wieder dahin. Ein bisschen weiter rüber müssen wir noch. Zeigt es. Solange das noch nicht fest ist, immer gleich das nächste Teil hier halten, weil sonst ist dann schon fest und dann können wir es immer verrutschen. Das ist immer schlecht. So. Jetzt müssen wir da hinten die Ecke nochmal ganz kurz malen. Das können wir nicht brauchen, da kann man nachher nicht mehr gut hin. Da übermalen wir das mal darüber, dass das dabei da ein bisschen Übergang hat. Und da drüben wahrscheinlich auf der Seite auch mit, soll ich wieder reinklappen. So, da. Passt der jetzt gescheiter? Zoomen wir sie her. Jetzt. Passt. Nase nochmal ein bisschen nachrutschen. Alles nochmal gerade rutschen, wunderbar. Weil die zweite Klima jetzt da nur so ein bisschen am Eck und da seht ihr da am Rock auch. Und da darf man jetzt einfach was unterlegen. Also habt ihr eigentlich auch Holi-Blätter im Shop? Also nein, haben wir nicht. Was für Holi-Blätter? Holi. Also ich weiß jetzt halt nicht auf Anhieb, wie die ausschauen. Haben die was mit dem indischen Holi-Festival zu tun? Ich dachte eigentlich, da gibt es nur Pulver. Also eventuell mal ein Bild schicken oder irgendwas. Genau, per Mail. Und ja, dann können wir mal überlegen, ob wir sowas machen können. Und dann können wir echt das auch machen. Das ist die Jeanette hat da jetzt gerade angefragt. Also wie gesagt, bewusst haben wir es nicht. Ich weiß gar nicht, wie Holi-Blätter. Wie gesagt, das wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Wie gesagt. Bitte mal die fette Nuschel ein bisschen fixieren hier. Ich tue immer hinten ein bisschen dasselbe Hü dahinter liegt, dass der jetzt nicht so wegkippt. Ja? Und dann kommt er jetzt, der Schornstein, mit seinem Bobbers darauf. Aber da müssen wir ihm jetzt schauen, dass sie die Hand ja auf ihrem seiner Hand hat. Und dass das dann da sauber passt. Seht ihr das? Und da ist es am besten, er macht es dann mit Zwickerer fest. Ja, dass ihr jetzt da so Zwicker nimmt. Boah, haben wir doch alles da. Und macht ihm dann einen Zwickerer drauf und ihre, dass die wirklich dann fixiert so sitzen. Und dann Tropfen Kleber zwischen die Hände rein und dann bleiben die eigentlich hocken. So, und die Blumen, die sind natürlich auch anzeichnet, wo die hingehen. Die gehören mal nicht daher. Da steht jetzt der Zwickerer im Weg. Warte mal, ich lege das wenigstens einmal auf, dass du es noch sehen musst.
So, das sind diese zu Weihnachten mit den drei roten Kugeln. Ah ja, die haben jetzt nur ganz klein in dem einen Bastelset mit dem Wintervögelchen. Das sind noch diese drei Bären immer dabei. Ja? Also wenn das die sind, die haben wir jetzt nur in diesen einen VLH 3304 SB, glaube ich, könnte die, es heißen. Da sind sie aber nur wirklich klein drauf. Ich glaube, für eine Kundschaft, für die Frau Brandt, haben wir es auch schon mal ein bisschen größer gemacht. Das kann sein. Aber nicht im Shop, das war auch nur so, ich hatte eine Platte abgenommen. Aber wie gesagt, wenn das die sind, haben wir es jetzt zumindest schon mal gemacht. Irgendwas ist jetzt gerade abgeknackt. Also so ungefähr, wie schaut es dann aus? Die kommen immer da auf die draufpappt, aber die kann ich eigentlich schon mal draufpappen, weil das ist wurscht, die Blumen kann ich dazu. Ich zeige euch einfach noch mal ganz kurz das andere. Fertige. Genau, das Fertige. Jetzt hat man mal das Fertige. So, also, ich muss nur noch die Blümchen malen, aber ich denke, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann setze ich das morgen dann ins Netz mit rein, bis es jetzt fertig ausschaut. Vielleicht mache ich ja eine Art oder andere Blüme noch hin. Mal schauen, wie ich drauf bin. Aber heute. Na, da sieht man immer, dass vor der Blume immer noch mal ein bisschen Gras. Kommen auf seine Füße auch noch weiße Striche? Ja, auf jeden Fall. Ja, sicher. Wie hat denn das geschrieben? Die Nicole. Die Nicole. Das machen wir gleich, Nicole. So, jetzt, bitteschön. So, und ich habe jetzt den Pieper nur eine Nummer größer gemacht. Ja, weil ich finde, der kann jetzt fast ein bisschen größer sein, oder? So, auf dem anderen. Also, das ist so eine kleine Variante. Die anderen Vogel auch da drinnen im Set einfach, weil die können ja überall. Vogel kann man erstens mal immer brauchen und wir könnten da noch einen Schmetterling hinsetzen. Kann man direkt da jetzt. Und dann kann man ihre Arme einen auf den Fuß setzen, wenn man will. Das schaut jetzt auch gut aus, gell? Mit ja. Dem gelben Haar. Ja. So ein bisschen Schmetterling mehr. Passt super, gell? Packen wir jetzt gleich dahin. Wer weiß, das wissen wir mal gar nicht mehr. Den packen wir einfach gleich hin, wenn er jetzt schon mal so super passt. Was haben wir da nochmal so ein Piepmatz? Also da kann man auch da nochmal einen oder bei ihm jetzt da auf dem Hut aufsetzen wieder. Also wie gesagt, da seid ihr total flexibel. Die Gießkanne muss da nicht, die kehrt natürlich andersrum auf die andere Seite, aber das, man kann es sich vorstellen. Aber was meinst du jetzt mit den Blumen? Bleiben wir in dem Farbton oder was soll ich machen? Dann kann ich das fertig machen. Na. Also ich finde eigentlich den Farbton von den Blumen eigentlich ganz schön. Könnte man eigentlich durchziehen, sodass die alle so ein bisschen sind, oder? Ja, ja. So. Ja. Dann hätte ich gesagt, mache ich das noch fertig, poste ich das noch alles und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hol mal schnell den Schorschel noch, der war ganz brav da unten. Also an Schorschel müsst ihr euch jetzt mal gewöhnen, ja. Wir sehen uns nächste Woche, dann machen wir mal was zum Fädeln für alle Fädeltanten. Tschüssi! Ciao!